Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Mein Name ist Simon, ich bin euer spiritueller Aufklärer und heute sprechen wir über Widersprüche in der Spiritualität und wie man diese auflöst. Grundsätzlich kommen diese Scheinwidersprüche zustande, einfach nur deswegen, weil die Menschen in Schubladen denken und das, was wir sagen, passt nicht in ihr Schubladensystem hinein, ja? Und wenn die Menschen lernen, über ihr normales Denken hinauszugehen, dann werden diese Widersprüche ganz schnell nicht mehr vorhanden sein und dann wird ganz schnell klar sein, dass unser Weltbild keinerlei Widersprüche hat. Los geht es. Erstens, ihr denkt an Erfolg im Leben, das ist doch kein spiritueller Weg. Das heißt, wir reden die ganze Zeit darüber, wie wir unsere Träume und Ziele hier in dieser Welt erfüllen können, wie wir reich werden können, wie wir gesund sein können, wie wir eine gute Beziehung haben können und so weiter. Und das ist doch ein materieller Erfolg, das ist doch kein spiritueller Weg, wird gesagt. Nun, wir benutzen unsere Spiritualität, um genau diese Dinge zu erreichen. Das heißt also, wir arbeiten ganz viel in unserer Innenwelt, weil unsere Innenwelt ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt in dieser Welt erfolgreich sein können. Und Tatsache ist, dass wir nun mal alle in dieser Welt leben müssen, hier funktionieren müssen. Und da ist es total rational, auch etwas dafür zu tun, dass wir hier auch erfolgreich sind, weil alles andere ist einfach nur unnötig. Alles andere führt nur zu unnötigem Mangel. Und des Weiteren, wenn wir hier erfolgreich sind, dann können wir hier auch wirken und diese Welt zu einem besseren Ort machen, weil das ist unser heiliger, göttlicher Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Und nichts ist spiritueller als den Auftrag Gottes zu erfüllen. Nummer 2. Alles ist eins, alles ist Gott, dann bin ich Gott und dann ist der Teufel auch Gott. Das geht doch nicht. Nun, der Grund dafür, warum du das als Widerspruch ansiehst, ist, weil du den Teufel und Gott in zwei unterschiedliche Schubladen packst. Das heißt, du setzt eine Trennung zwischen dem Bösen und Gott voraus. Ich verstehe das natürlich, weil wir definieren doch alle Gott als die Abwesenheit des Bösen. Das kann nicht eins sein, das geht überhaupt nicht. Wir müssen hier zwei Definitionen von Gott uns klar machen. Einmal unser Gotteskonzept und einmal der Gott im Himmel. In unserem Gotteskonzept gibt es natürlich ein allmächtiges Wesen im Himmel, das die Abwesenheit des Bösen verkörpert. Das ist ganz klar. Aber wenn wir uns jetzt das Gotteskonzept ansehen von dem Allem, was ist, dann ist Gott auch derjenige, der das Böse verkörpert. Das ist vergleichbar wie beim Schauspiel, beim Theaterstück. Da spielen die einen den Schurken und die anderen spielen die Guten. Aber alle Schauspieler sind aus demselben Stoff gemacht. Das ist wie wenn du einen großen Tonklumpen hast und aus diesem Tonklumpen nimmst du die verschiedenen Akteure heraus und die einen Akteure spielen halt das Böse und die anderen Akteure spielen halt das Gute. Und letzten Endes ist der allmächtige Gott im Himmel auch nur ein Teil von dem Allen, was ist. Das ist auch nur ein Aspekt des Seins von dem Allen, was ist, nämlich das vollkommene Gute. Dieser Gott ist natürlich die Abwesenheit des Bösen, aber das gesamte Gotteskonzept, alles was ist, da ist das nicht so. Da spielt jeder einfach nur seine Rolle. Wenn wir also einen Perspektivenwechsel vornehmen, dann ist da kein Widerspruch. Nächster Punkt. Alles ist von Gott gewollt, auch das Leid? Machen wir uns bewusst, dass nichts außerhalb von dem Plan Gottes geschehen kann. Wenn das so wäre, dann hätte Gott einen Fehler gemacht, dann könnte man Gott überraschen. Dann wäre Gott unfähig, alles unter Kontrolle zu haben letzten Endes. Schauen wir uns das Gleichnis mit dem Computerspielerprogrammierer an. Ein Programmierer programmiert ein Spiel und legt von Anfang an fest, zu welcher Ursache welche Wirkung gehört. Das heißt, alles Böse, was hier passiert, ist nur die Wirkung der Ursache von etwas anderem. Wenn jetzt unser Gott möchte, dass wir zu Bewusstsein kommen, dass wir einfach ein reines Herz bekommen, dann muss er uns auch das Böse zeigen, indem er zum Beispiel uns zeigt, anhand der Fehler, die wir machen, dass dann das Böse in die Welt kommt, wodurch wir kennenlernen können und verstehen lernen können, aha, das sollte ich lieber nicht machen, weil das bringt Böses in die Welt. Und so kommen wir zu Bewusstsein. So findet Entwicklung statt. Das heißt, das Böse muss sich zeigen, damit wir gegen das Böse uns entscheiden können. Und das Leid ist ein guter Lehrmeister dazu, weil das Leid ist die einzige Sprache, die jeder Mensch versteht. Und somit ist am Ende das Leid auch von Gott gewollt, weil es als die Wirkung der Ursache des unbewussten Tuns
in dem großen Spiel von Gott hineinprogrammiert worden ist. Auf der Ebene ist es also schon von Gott gewollt. Wer sagt, dass das Leid auch nicht von Gott gewollt sein kann, der wendet die gleiche Logik an, wie zu sagen, der Computerspieler-Programmierer, der kann doch nicht die bösen NPCs wollen, die mich umbringen. Weil, genau darum geht es doch, dass die bösen NPCs im Spiel dich dazu bringen, dich nach oben zu leveln, um diesen Wesen standzuhalten. Weil genau darum geht es ja, sich hochzuleveln im Spiel. Nächster Punkt. Freier Wille steht über allem, somit auch über Gott. Fragezeichen. Wir sagen ja immer, dass der freie Wille über allem steht. Das ist das oberste Prinzip. Machen wir uns bewusst, dass Gott die Freiheit auch ist. Von daher ist da kein Widerspruch, weil die Freiheit und Gott ja eins sind. Ich liefere euch dazu die Dreieinigkeit Gottes. Es gibt viele Dreieinigkeiten Gottes. Eine davon ist Liebe, Wahrheit und Freiheit. Und insofern gibt es keinen, der freie Wille steht über Gott. Das setzt nämlich voraus, dass der freie Wille und Gott getrennt voneinander existieren. Und genau bei unserem Gott ist das nicht so. Weil unser Gott sagte sogar, ich kann euch nicht an eurem freien Willen hindern. Das macht total Sinn. Weil wenn wir alle Teile Gottes sind und Gott uns an unserem freien Willen hindern würde, dann würde er sich selbst am freien Willen hindern. Das kann ja nicht sein. Und dadurch, dass wir alle Teile Gottes sind, kommt der freie Wille deswegen zustande, eben weil Gott in uns wohnt, weil Gott die freie Wahl selbst ist und weil somit wir unseren freien Willen zum Ausdruck bringen können, weil wir selber Gott sind. Euer Gott ist alles, auch das Nichts? Fragezeichen. Unser Gott ist absolut alles, das heißt sogar das Nichts mit eingeschlossen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, aber das Nichts und Gott, das schließt sich doch gegenseitig aus. Nicht bei unserem Gotteskonzept. Manche sagen, dass es das absolute Nichts überhaupt nicht gibt. Und vielleicht gibt es das irgendwo im Universum, in einem bestimmten Bereich eventuell. Und sogar dort ist Gott anwesend, weil unser Gott absolut alles ist, sogar das Nichts zusätzlich. Wenn die Atheisten uns fragen, was war vor eurem Gott, dann hätten wir ein Szenario, wo es sogar weniger gibt als das Nichts, weil unser Gott ja auch das Nichts ist. Und das ist unmöglich, das wäre eine Trumpfkarte für uns. Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass Gott nur die Existenz ist. Und somit das Nichts und Gott sich gegenseitig ausschließen. Gott ist sogar das Nichts mit eingeschlossen. Laut eurem Gott gibt es keine Gebote, wie kann er dann gut sein? Dazu ein Zitat von Gespräch mit Gott. Es gibt keine Pflichten, es gibt nur Gelegenheiten. Wenn uns Gott Befehle gibt, was wir wann tun sollen, dann nimmt uns den freien Willen weg, weil wieso sollten wir bewusst gegen Gott handeln? Das macht doch keiner. Wir könnten dann Angst vor der Bestrafung Gottes bekommen zum Beispiel. Das ist dann wieder Erpressung, das macht keinen Sinn. Viele sehen jetzt darin einen Widerspruch, wenn ein Gott jetzt gut ist, ja, dann müsste er doch Gebote aufstellen, die uns dazu bringen, gute Dinge zu tun. Ich möchte jetzt nochmal auf den Vers zurückkommen. Es gibt keine Pflichten, sondern es gibt nur Gelegenheiten. Das heißt, die Kunst ist es, sich daran zu erinnern, dass wir die Wesen der Liebe sind und deswegen freiwillig das Gute zu tun, unabhängig von irgendwelchen Pflichten oder dergleichen. Wir machen die Dinge nicht, weil es unsere Pflicht ist, sondern weil wir es wollen. Und deswegen brauchen wir auch keine Gebote mehr. Das Gebot ist einfach nur ein Konstrukt oder ein Hilfsmittel für die unbewussten Menschen, die eine Orientierung brauchen. Weil sie denken, dass sie ohne Gebote nicht wissen, wie sie sich zu orientieren haben. Das haben wir nicht mehr nötig. Wir wissen aufgrund unseres Bewusstseins, was richtig und was falsch ist. Deswegen brauchen wir auch keine Gebote mehr. Und Gott ist gut in dem Sinne, dass er uns daran erinnert, was gut ist. Bei euch gibt es Gut und Böse nicht. Wir haben in der Welt aber viel Böses. Das Böse ist einfach nur ein Wort, nichts anderes. Wir bezeichnen das Böse als das, was Schaden anrichtet oder das, was negative Gefühle in uns auslöst. Das ist einfach nur ein Schubladenbegriff. Das heißt, wir könnten dieses Wort, es gibt viel Böses in dieser Welt, ersetzen durch es gibt viel Schaden in dieser Welt. Es gibt viel parasitäres Verhalten in dieser Welt. Das Böse ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Ein Synonym. Gut und Böse sind einfach nur Synonyme dafür, wer mit unserem Gott geht und wer nicht mit unserem Gott geht. Also sprich, wer in Angst handelt und wer aus Liebe handelt. Und wer denkt, er ist mit dem richtigen Gott unterwegs, weil er missioniert, um die Leute vor der Hölle zu bewahren, der handelt aus Angst und ist somit nicht göttlich unterwegs. Das Böse oder die niedrige Schwingung heißt einfach nur, dass du mit der falschen Energie an die Sache herangehst. Böse Menschen, wie wir sie nennen, handeln aus einem Mangel heraus,
weil sie eben nicht im Füllebewusstsein sind und tun deswegen Dinge, die unempathisch sind, wie zum Beispiel andere zu bestehlen oder auszubeuten oder dergleichen, weil sie einfach aufgrund ihres mangelnden Bewusstseins keine andere Möglichkeit sehen, es anders zu machen, oder weil sie einfach zu egoistisch sind. Also weit von der Alleinheitslehre entfernt, weit davon entfernt, das Göttliche im anderen zu sehen. Sondern sie handeln aus der Illusion der Trennung heraus, weil sie sehen einen anderen Menschen nur als Sache, den man ausbeuten kann, und kein göttliches Wesen im anderen Menschen. Gut ist einfach nur im Vergleich zum Bösen das Gute. Insofern gibt es ein absolutes Gutes, zumindest im Reich des Relativen, so nicht. Gott ist einfach nur das höchst schwingende Wesen im Universum, und die Bösen, die wir bezeichnen, die sind einfach nur deswegen extrem weit von Gott entfernt, weil sie eben die niedrigst schwingenden Wesen im Universum sind. Die unsichtbaren Wesen sind deswegen unsichtbar, weil ihre Teilchen sich extrem schnell bewegen. Das ist wie beim Fahrrad, wenn die Speichen sich schnell bewegen, dann sieht man die Speichen auch nicht mehr. Der Grund dafür, warum wir jetzt sagen, wir sehen jetzt aber viel Böses, ist, weil wir die Dinge, die wir als böse bezeichnen, so schubladisieren. Das heißt, wir sehen unangenehme Dinge, wie Schaden und wie Leid und wie Zerstörung und so weiter. Und diese Dinge, die wollen wir weghaben, weil unser Ego alles weghaben möchte, was sein Überleben in Gefahr bringen könnte. Und diese Dinge werden dann einfach als böse schubladisiert, also in die unterste Schublade des Egos einsortiert. Und dadurch, dass das Ego Angst vor dem Tod hat, kann es das Böse niemals leugnen, weil es eine Gefahr für das Überleben des Egos darstellt. In der letztendlichen Wirklichkeit aber ist das Böse einfach nur eine andere Rolle, die gespielt wird. Und nicht absolut. Zu sagen, das Böse zeigt uns, was Gott nicht ist, ist kontextuell zu betrachten. Es zeigt uns einfach das Gegenteil von dem, was wir als Liebe verstehen, damit wir im Vergleich dazu das Gute sehen können. Gut und Böse sind also nichts weiter als Schubladisierungen für das, was wir als angenehm empfinden, für das, was wir als zielführend empfinden etc. Und das Böse ist einfach das genaue Gegenteil davon. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Wie kann euer Gott dann die Wahrheit sein? Richtig und falsch sind relative Begriffe, die in einem gewissen Kontext existieren. Richtig kann es zum Beispiel sein, aus Sicht eines Schwerverbrechers eine Bank auszurauben, weil er dadurch seine Familie ernähren kann. So als Beispiel. Für ihn ist es dann richtig. Für den, der ausgeraubt wird, ist es falsch, weil er den Schaden davon nimmt. Deswegen bezeichnet er es als falsch, was ihm Schaden macht. Richtig und falsch ist immer nur vom Betrachter abhängig, je nachdem, ob das, was er tut, als zielführend bezeichnet oder nicht. Jetzt könnte man natürlich eine objektive Moral aufstellen, die uns zeigt, wenn alle Menschen das Gleiche tun würden, wie würde die Welt dann aussehen, und wenn die Welt einen Schaden davon nehmen würde, dann ist die Tat falsch. Wie zum Beispiel stehlen. Das sollte man objektiv nicht tun, weil dadurch würde jeder Mensch auf der Welt bestohlen werden, wenn es alle Menschen tun würden, und es würde einen Schaden nach sich ziehen. Nämlich, die Menschen würden Sachen verlieren. Aber das ist nur eine Möglichkeit, damit wir uns gemeinsam darauf einigen können, welche Taten falsch sind und welche Taten richtig sind. Richtig und falsch wird oftmals missverstanden als etwas, was von Gott gesagt wird, und dann ist es richtig. Und dann beziehen sich die Menschen immer auf ihre Jahrtausende alte Schriften. Wenn zum Beispiel drinnen steht, dass Zauberei falsch ist per se, dann ist es auch falsch, fertig. Aber das sind nur leere Behauptungen. Wie willst du so etwas verifizieren? Richtig kann zum Beispiel sein, in der Mathematik, 1 plus 1 ist 2, aber das hängt ja wieder davon ab, dass nach der 1 die 2 kommt. Und das ist ja auch nur festgelegt worden, ist also auch relativ. Nicht absolut letzten Endes. Richtig und falsch existiert also immer innerhalb eines Konstruktes, und dann bezeichnen wir richtig und falsch einfach als solches. Einfach je nachdem, ob es uns dient oder nicht. Ob es der Allgemeine dient oder nicht. Unser Gott ist insofern die Wahrheit, weil er uns Dinge liefert, die verifizierbar sind. Zum Beispiel, wir gleichen irgendwelche Aussagen ab mit dem, was im Außen passiert. Und wenn sich unser Gotteskonzept dann genau dort einordnen lässt, dann ist unser Gott die Wahrheit quasi. Jetzt zum Beispiel, wenn es pantheistische Nahtoderfahrungen gibt etwa. Der Punkt ist einfach, dass unser Gott keine Urteile darüber fällt, was richtig und was falsch ist, sondern wir sind alle ja Teile Gottes, und somit dürfen wir selber entscheiden, was richtig und was falsch ist, und dann machen wir Erfahrungen, und die zeigen uns dann an, ob wir als Götter gehandelt haben oder ob wir als Ego gehandelt haben. Das Ego macht Fehler, sorgt dafür, dass Dinge
rauskommen, die wir so nicht gewollt haben, die nicht zielführend waren. Und als Götter kommen Dinge raus, die wir gewollt haben, aber nicht nur das, weil wir alle eins sind, kommen die Dinge raus, die nicht nur uns helfen, sondern die allen helfen. Schaden ist letzten Endes nur die Manifestation davon, dass wir ungöttlich gehandelt haben und sind somit als falsch zu schubladisieren quasi, damit wir einfach einen Oberbegriff haben für das, was wir nicht tun sollten, in der Hinsicht, dass die Resultate nicht stimmen für uns. Warum soll ich mich freiwillig für das Leid entschieden haben? Wir sind ja der Meinung, dass wir vor dieser Inkarnation uns dazu entscheiden, eine leidvolle Inkarnation durchzumachen, weil wenn wir das nicht tun, dann hätte Gott uns ja gezwungen, und das kann ja nicht sein. Machen wir uns bewusst, sobald wir uns nicht für das Leid entschieden haben, auf einer anderen Ebene, dann haben wir einen Widerspruch mit dem freien Willen, weil dann zwingt uns Gott ja dazu, dass wir Leid erfahren. Zum Beispiel haben wir uns ja nicht ausgesucht, aus menschlicher Ebene, dass wir beispielsweise in einem armen Land geboren worden sind. Also hat uns Gott dort ausgesetzt und uns gesagt, ja, da hast du Pech gehabt. Und dann sind wir böse auf Gott, weil er uns da ausgesetzt hat. Wenn wir jetzt aber sagen, dass wir auf einer anderen Ebene uns dazu entschieden haben, ja, ich inkarniere in diesem Land, wo alles arm ist und wo ich im Mangel leben muss, dann haben wir uns am Ende dafür entschieden. Und damit hat uns niemand dazu gezwungen. Die Frage ist, warum sollten wir so etwas tun? Und hier ist der Perspektivenwechsel erforderlich. Wir glauben nicht daran, dass wir uns dafür entschieden haben, weil unser Ego jetzt etwas anderes entscheidet. Unser Ego will keinen Mangel erleben, keine Krankheit erleben, keine Schmerzen erleben und so weiter. Alles, was unangenehme Gefühle in unserem Kopf auslöst, in unserem Körper auslöst, wünschen wir uns weg. Und unser Ego würde niemals sich für sowas entscheiden. Unsere Seele hat kein Ego und hat keine Nervenbahnen und hat diese ganzen negativen Gefühle nicht und entscheidet somit aus anderen Absichten heraus, als unser Ego es tut. Und dadurch, wenn jetzt die Seele zum Beispiel sagt, ich will Karma abbauen, deswegen gehe ich in ein Land, wo ich arm bin, oder ich will erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich habe im letzten Leben andere Leute ausgeplündert und war deswegen reich, deswegen muss ich jetzt in diesem Leben, in dem nächsten Leben, in eine Welt inkarnieren, wo ich arm bin, damit ich einfach erkenne, was wichtig ist, wenn das Geld nicht da ist, so als Beispiel, dann ist das die Entscheidung der Seele, weil sie einfach die Absicht verfolgt, einen Lernprozess zu machen. Weil wir sind alle Teile Gottes und erinnern uns an unser wahres Wesen, indem wir uns an unsere Vollkommenheit erinnern. Dazu müssen wir aber von der Unvollkommenheit in die Vollkommenheit gehen. Und wir sind in der Unvollkommenheit, weil wir den Weg des Vergessens gegangen sind. Wir vergessen, dass wir göttliche Wesen sind, um von unseren Unvollkommenen wieder uns daran zu erinnern. Es gibt auch den Fall, dass du nicht nur Karma abbaust oder dass du etwas selber lernen möchtest, sondern dass du auch eine Lektion für andere Menschen darstellst. Zum Beispiel opferst du eine deiner unendlich vielen Inkarnationen, damit die Menschen kapieren, hey, so viele Menschen leiden, was ist hier los auf dieser Welt, wir müssen was tun. Und es kann ja nur dieser Lernprozess zustande gekommen sein für andere Menschen, wenn es auch passiert. Und es kann nur dann passieren, wenn du zugestimmt hast, weil Gott dich ja zu nichts zwingt. Und der letzte Punkt, warum soll ich mich auf einer anderen Ebene für eine Illusion entschieden haben und gegen die Wahrheit, das macht doch keinen Sinn. Das heißt, im Himmel, da wissen wir noch, dass der Pantheismus und die esoterische Spiritualität die objektive Wahrheit ist. Das weiß der Moslem, der heute inkarniert ist, ebenfalls. Zumindest hat er es gewusst. Aber jetzt weiß er es nicht mehr. Weil jetzt ist er abhängig von seinem Ego, welches islamisch programmiert worden ist. Und deswegen denkt er, dass der Islam die Wahrheit ist. Jetzt ist die Frage, warum hat er sich im Himmel, als er noch war, bevor er hier inkarniert ist, sich dazu entschieden, eine Inkarnation als Moslem zu führen, obwohl er ganz genau weiß, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Das macht doch keinen Sinn. Und hier ist wieder der Perspektivenwechsel erforderlich. Weil unser Ego denkt sich, was habe ich denn von der Illusion? Ich habe doch nur etwas von der Wahrheit. Hier müssen wir uns das Gleichnis bewusst machen von den Schulklassen. Es gibt ja verschiedene Entwicklungsstufen der Seele. Das heißt, die Seele geht verschiedene Schulklassen durch. Und der Moslem ist es in der Grundschule zum Beispiel. Und wir sind im Abitur. Das heißt, wir inkarnieren hier als in der objektiven Wahrheit, wir werden bereits dort hineingeboren, genauso wie wir bereits in der Abiturklasse anfangen, im Jahresanfang, im Schuljahresbeginn. Und der Moslem, der inkarniert einfach in der Grundschule zum Schuljahresbeginn, weil er einfach auf einer anderen Entwicklungsebene steht. Und das gilt für den Christen und für den Atheisten genauso. Das heißt also, diese ganzen unbewussten Menschen, die andere Weltbilder verfolgen,
müssen ihren nächsten Schritt in ihrer spirituellen Entwicklung vollziehen, um dann eben von da weiterzumachen, wo sie in ihrem letzten Leben aufgehört haben. Deswegen macht es Sinn, dass er sich in ein anderes Weltbild begibt, um dort Erfahrungen zu machen und Lernprozesse zu durchlaufen, die es bei uns nicht gibt. Zum Beispiel gibt es Leute, die sehr unbewusst sind, die sagen, dass sie die Angst vor der Hölle brauchen, um ein guter Mensch sein zu können. Sie sagen zu mir, wenn sie aufhören würden, an die Hölle zu glauben, dann würden sie Scheiße bauen. Diese Menschen sind doch auf dem Bewusstseinslevel, dass sie einfach eine entsprechend hohe Motivation brauchen, um gute Dinge zu tun, weil sie noch zu sehr im Ego-Bewusstsein sind, weil sie noch zu sehr an ihre eigenen egoistischen Hintergedanken denken, nämlich nicht in die Hölle zu kommen, sondern die fette Belohnung im Paradies zu kassieren. Und aus diesem egoistischen Hintergedanken heraus handelt sie richtig. Während wir bereits uns daran erinnert haben, dass wir göttliche Wesen sind und somit intrinsisch motiviert richtig handeln, unabhängig von egoistischen Hintergedanken, weil wir ja als göttliche Wesen die Liebe sind und somit keine Angst vor der Hölle und keine Belohnung im Paradies mehr brauchen als Motivation, um das Richtige zu tun. Und dieser Prozess, der muss geschlossen werden, und das geht zwischen der Grundschule und zwischen dem Abitur mit spiritueller Entwicklung. Und das waren sie auch schon, 10 Widersprüche innerhalb der Spiritualität und wie ich sie aufgelöst habe. Ich hoffe, es war sehr interessant für euch und ich hoffe, ich konnte Klarheit hineinbringen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und schreibt mir noch andere Widersprüche in unserer Spiritualität auf, die euch aufgefallen sind. Ich werde sie sehr gerne auflösen, um Licht ins Dunkel zu bringen, und freue mich sehr auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, tschüss, alles Liebe.